Halloween Update in GTA 5 Online. Damit moin Leute, VenomMC wieder weg. Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder extrem oldschool unterwegs, ohne Facecam, haben sie nämlich einige von euch mal wieder gewünscht. Anscheinend soll nämlich ohne Facecam irgendwie die Grafik von GTA besser sein. Könnt mir direkt mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt oder nicht. Wir sprechen über das Halloween DLC, was jetzt bald in wenigen Wochen erscheinen wird. Falls du hier neu sein solltest, Abo, Glocke, gerne ein Like da lassen und jetzt würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein ins heutige Video. Wie immer noch ein ganz kurzer Gruß an einen aus der Community. Gruß geht raus an DJ Crispy. Er hat geschrieben, wieder ein gutes Video, grüße dich, deine Videos sind immer cool. Also DJ Crispy, Dankeschön für deinen Kommentar, Gruß geht raus an dich. Ja Freunde, Halloween nähert sich, circa in einem Monat ist es soweit und dementsprechend nähert sich gleichzeitig auch das Halloween DLC Update in GTA 5 Online, was wir jedes Jahr wieder bekommen. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz darüber, wann das Update rauskommt und vor allem, was wir mit diesem Update alles so ins Spiel bekommen. Halloween ist so wie jedes Jahr am 31. Oktober, aber direkt kann man sagen, Leute, das ist nicht der Tag, an dem das Halloween DLC auch in GTA Online erscheint. Denn das Halloween Update, das erscheint höchstwahrscheinlich früher. Bis jetzt war es jedes Jahr so, dass das Halloween Update eben Ende Oktober erschienen ist und zwar immer an einem Donnerstag, jeweils mit einer neuen Eventwoche. Somit können wir auch schon eigentlich ziemlich sicher das Datum vom diesjährigen Halloween Update sagen. Und zwar wird das Halloween DLC höchstwahrscheinlich auf den Donnerstag, den 27. Oktober hinauslaufen. Also direkt mal Kreuzchen gerne im Kalender machen, Freunde. An dem Tag wird das vermutlich erscheinen. Das Halloween Update wird dann, wie bereits gesagt, morgens am Donnerstag mit einer neuen Eventwoche erscheinen und eine Woche, also bis zum nächsten Donnerstag, bis zur nächsten Eventwoche im Spiel bleiben. Was wir dann mit diesem Halloween-Update ins Spiel bekommen, das sind zunächst einmal extremst viele Klamotten bzw. Halloween-Outfits, die wir dann eben genau in dieser Zeit, also in dieser einen Woche, kaufen können oder vielleicht sogar gratis geschenkt bekommen. Um genau zu sein, kommen dann die limitierten Gesichtsbemalungen zum Thema Halloween ins Spiel und auch die limitierten Masken, die ihr eben nur in dieser Zeit bekommt. Die Masken logischerweise wie alle Masken am Maskenladen, beim Strand eben, und die Gesichtsbemalung, die bekommt ihr beim Friseur. Dann war es auch oftmals so gewesen, dass wir die alten oder die typischen Halloween-Survival-Modis bekommen haben. Da gab es entweder neue oder wir haben einfach darauf doppelt Geld bekommen. Genauso wie auch beim Gegnermodus Slasher, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ist der typische Halloween-Gegner-Modi in GTA Online. Der ist allerdings zum Beispiel jetzt gerade aktuell nicht im Spiel, also der wird auf jeden Fall, oder ja, sagen wir mal zu 99% mit diesem Halloween-Update an diesem Tag dann eben wieder zurück in GTA Online kehren. Bevor wir jetzt auch gleich zu der coolsten Sache vom Halloween DLC kommen, Freunde, falls ihr jetzt sofort richtig viel Geld und unendlich Millionen Dollar in GTA Online haben wollt, dann schaut jetzt bei JG Gaming vorbei, weil dort kann sich jeder von euch einfach so raussuchen, wie viel Millionen Dollar er haben will. Das Beste ist mit dem Code VENOM10, gibt's auf alles 10% Rabatt, also einfach mal auf den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung klicken und euch ein paar GTA Dollar abholen. Und dann kommen wir natürlich auch noch zum Highlight vom Halloween DLC und zwar die typischen Halloween-Fahrzeuge, die jedes Jahr ins Spiel kommen. Das sind dann zum Beispiel die Leichenwagen, generell die Halloween-Fahrzeuge oder auch die Halloween-Motorräder. Diese Fahrzeuge werden wir dann eben innerhalb von dieser einen Woche kaufen können, wahrscheinlich bei San Andreas, dementsprechend auch eventuell bei Legendary Motorsport. Und es wird in dieser Woche vermutlich auch ein Halloween-Casino-Auto geben. Das war in den letzten Jahren auch immer so gewesen, dass wir dann irgendwie ja eben den Leichenwagen im Casino gewinnen konnten, der dementsprechend zum Thema gepasst hat. Was höchstwahrscheinlich auch wieder der Fall sein wird, ist, dass wir zu Halloween ein Live-Event bekommen, denn ihr könnt euch bestimmt alle noch an letztes Jahr erinnern, dort gab es dieses Live-Event mit dem brennenden Auto, da war nämlich kein Fahrer im Auto, das Fahrzeug hat gebrannt, aber trotzdem ist es rumgefahren und hat eben uns GTA Online-Spieler gejagt, also sowas in der Art wird wahrscheinlich auch wieder in der Halloween-Woche am Start sein. Entweder vielleicht das gleiche Event, was dann einfach wiederkommt, oder vielleicht sogar ein neues, was ich glaube ich ja um einiges besser fände. Ja, und das würde ich sagen, waren jetzt schon die wichtigsten Sachen, die ihr auf jeden Fall zum Halloween-Update wissen müsst. Ihr wisst jetzt, wann es erscheint, also wahrscheinlich 27. Oktober, also auf jeden Fall Ende Oktober. Und ihr wisst jetzt, was uns ungefähr erwartet, was wir ins Spiel bekommen und so weiter und so fort. Wenn es dir gefallen hat, gerne Like da lassen, macht die Glocke an, gerne Instagram und auch Twitch abchecken. Auf Twitch sind wir aktuell fast täglich online, dort nicht nur GTA, dort auch ein paar andere Games, wie zum Beispiel FIFA, also Freunde, auf Twitch ein Follow da lassen, das lohnt sich extremst. Ich bin raus, euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, haut rein, Freunde, und ciao, ciao.